Willkommen zurück zu Pathfinder. Wir schnetzeln uns durch den finalen Dungeon. Raum für Raum. Monster für Monster. Und es wird immer härter. Was erwartet uns jetzt? Ich glaube, wir waren hier durch. Da ist noch ein Schalter. Wir können ein weiteres Portal aktivieren. Wir porten weg. Wo sind wir jetzt? Sehr verwirrend. Überall Portale. Hin und her, vor und zurück. Wer weiß das schon noch? Ich nicht. Aber solange noch neue auftauchen. Ah. Eine Falle. Muss die Haare entschärfen. Megawan, der Hauptdieb, ist ja weg. Zurück in seine Baronie. Ah, zwei Portale. Jede Kunst ist Illusion. Aber auch jede Illusion verdient die Bezeichnung Kunst. Hey, Dina, das waren weise Worte. Jemand sollte sie niederschreiben. Natürlich sind meine Illusionen höchste Kunst. Diese Zyklopen, oh, wie ich sie liebe. Die mysteriöse Erscheinung und wir haben es mal wieder mit Gegnern zu tun. Zyklopen? Ja, Zombie, Zyklopen. Was sonst? Auf engstem Raum, von links und rechts. Also ich sag mal so, gutes Dungeon-Design geht ein bisschen anders. Also neue Räume, neue Monster und man kann sich gar nicht positionieren, da wird man schon wieder angegriffen. Naja. Es streckt sich etwas. Aber wir haben schon Routine. Uns kann nichts mehr schocken. Auch keine Zombie-Zyklopen. So, Elch. Bereit. Ah, ist ein bisschen eng hier. Wenn uns die Keulen treffen, oder die Super-Äxte, ist es nicht so lustig. Also ein bisschen aufpassen. Anscheinend waren sie genauso überrascht wie wir. Ja, wir haben auch Glück ein bisschen, dass sie noch nicht voll zugelangt haben. Jawohl, einer weniger. Elchi ist gut im Nahkampf. Rabauke mit seinem Sturmangriff und der Elch mit seinem Sturmangriff. Ja, reicht. Routine. So, wie geht's weiter? Hallo? Ach, da ist ein Schalter. Ja, man muss alles abgrasen mit der Maus. Manchmal geht es nicht weiter, wenn man die Schalter übersieht. Seefall hat etwas erwischt. Die Heiltränke werden so langsam knapp. So langsam muss ich ein bisschen haushalten. Wir können ja auch nicht rasten. Hä? Was passiert jetzt?
Das ist doch der Hauptraum mit dem Dämon. Ah, der Dämon im Hauptraum, im zentralen Dungeon-Raum, ist frei. Tja, und jetzt wieder zurück. Scheint so. Ja, die Portale gehen vor und zurück, also das weiß man nie genau. Nicht linear. Wo sind wir überhaupt hier? Dieses Pentagramm? Nicht im Hauptraum. Genau, und wo zum Teufel sind wir überhaupt? Letzte Folge schon ein paar Tage her. Höllenhunde? Nehmen wir mal das Portal. In der Hoffnung, dass wir irgendwie weiterkommen. Wie gesagt, weiß man nie. Sieht gut aus. Ich glaube, das ist der Hauptraum. Und ich schätze, jetzt kriegen wir Ärger mit dem Dämon. Das finde ich nicht so gut. War wahrscheinlich nicht vermeidbar. Ja, da kommt er. Ein Anku. Ich guck mal nach. Ich gehe mal fragen. Anku, genau. Assassinen für mächtige Adlige der Feenwesen, die ausgesandt werden, um zu töten. Ach was, echt? Und zu foltern. Naja, und so weiter. Ich hätte nichts anderes erwartet. Allein schon wieder aussieht. Wie ein Anku. Wie ein... Naja. Entschuldigung, meine Witze werden auch nicht besser. Wir verschleißen uns. Meine Witze verschleißen sich. Meine Helden verschleißen sich. Und jetzt kriegen wir noch einen Anku. Ich weiß gar nicht, wie stark der ist. Werden wir gleich sehen. Ob der überhaupt gegen normalen Waffenschaden anfällig ist. Noch hat er uns nicht erspäht. Wir können uns vorbereiten. Ready for anything. Tja, mal sehen. Da Bauke ein Sturmwagen. Fünf reduziert. Er beschwört Kreaturen. Was denn? Gott, ist das schnell hier? Ach, der hat sich vervielfältigt. Ich glaube, es sind nur Abbilder. Let's try this way. Blöd.
Armer Elch. Aber er trifft auch nicht so gut, der Dämon. Rabauk hat getroffen. Haha. Aber nicht zu früh freuen. Ma, was war das? Ein Schaden. Das ist wenig. Von Seefahl. Hat auf jeden Fall drei Angriffe. Flügel, Schwanz und Klauen. Mindestens. Ah, ziemlich viele Fehlschläge. Zum Glück. Oh, da hat's wen erwischt. Na, geht noch. Wir scheinen ein wenig Glück zu haben. Hoffentlich. Naja, der Schaden hält sich noch in Grenzen von uns. Aber von ihm auch. So, Monster herbeizaubern. This should do it. Wölfe? Oder ein? Naja, es wird besser. Also ich habe den Schadensfaktor runtergeschraubt. Ich glaube 0,4. Weil sonst wird mir das echt zu viel mit Ladenspeichern und Heiltränken und... da muss man ja noch mehr micromanagen. Okay, es hat unseren Haupthelden ziemlich erwischt. Nämlich Argos. Es wird knapp. Tja, Heiltränke sind Mangelware. Wir müssen sparen. Kriegen wir es? Aha. Ein bisschen knapp hier alles. Zauber gehen auch aus und die Zauber gehen auch aus. Die Heilzauber gehen auch aus. Reicht es, wenn wir jetzt ein Abbild besiegen? Weil sonst wäre es ja Wahnsinn. Argos ist gleich, ja, tot.
Ich muss Argus heraushalten. Aus dem Nahkampf. Rabauke, unser Konfu-Mönch, hält sich gut. Jawohl. Volle Heilung. Musste mal sein. Weil wir können ja nicht rasten, wie gesagt. Es war nötig. So, wenn jetzt nichts Schlimmes passiert und wir keinen groben Fehler machen, könnten wir ja es eventuell schaffen, göttliche Gunst. Ja, ich glaube, es könnte mal. Ich glaube, es spart mir noch für den Endkampf, denn das ist bestimmt nicht der Endkampf. Doch knifflig der Kampf. Die Duplikate sind verschwunden. Das ist gut. So, jetzt. Ich hoffe, er zaubert nicht mehr. Jetzt müssen wir ihn kriegen. Alle müssen mitmachen. Ja, Elfi leider nicht. Ah, Rabauke. Harter Brocken. Zäher Brocken. Zauberstab. Wir müssen mehr Schaden machen. Ja, nicht schlecht. 8. Nicht übel. Seefall macht 7 Schaden. Bleiklingen. Geht nicht.
Tja, Argos ist schon wieder fast down. Ich hätte doch keinen Preset-Charakter nehmen sollen. Weil eigentlich spiele ich gar nicht so gern mit Bogenschützen. Weil ich bin eher so der Nahkampftyp. Also für meinen Hauptcharakter. Naja, aber ich war jung, ich brauchte das Geld. Nein, im Nachhinein war es nicht so gut. Ich hätte mir einen eigenen Paladin basteln sollen. Mit langem Schwert und Schild, Waffenfokus. Aber es war auch das erste Mal, dass ich überhaupt Pathfinder spiele. Also das Hauptspiel habe ich nicht gespielt. Von daher hatte ich nicht so viel Ahnung. Naja, man lernt nie aus. Mein Gott, Dämon. Oh. Ein zäher Brocken. Und wie gesagt, der Schadensfaktor ist schon reduziert auf 0.4. Wenn man das mit 1.0 spielen würde, dann... naja. Aber ich glaube, standardmäßig ist es schon auf 0.8 das Spiel. Weil die Original-Pathfinder-Würfelregeln sind doch ein bisschen gnadenlos am Anfang. Oder generell. So kritische Treffer, die putzen einen Charakter schon fast weg irgendwie. Anfänger sowieso. Weil wenn so ein Zyklop in der Keule oder Riesenaxt einen kritischen Treffer macht, dann ja, war es das. So, wir kratzen die letzten Schriftrollen zusammen. Also was die Itemmenge angeht und Lootmenge, habe ich es gerne ein bisschen reduzierter eigentlich, so wie in alten Baldur's Gate Spielen, wo man sich über jede Schriftrolle gefreut hat, die man gefunden hat. Wenn man hier so 50 im Inventar hat, finde ich das ein bisschen, ja, habe ich schon mehrfach gesagt. Gekor hat gut geheilt. Und auch Elchi. Und auch Elchi darf wieder mitmischen.
Wäre nicht schlecht, wenn er mal ordentlich trifft. Weil sonst kriegen wir ihn nur ganz langsam down. Weil Elchi macht da nicht am meisten Schaden im Nahkampf. Oh, jetzt haben wir aber 13 Schaden gemacht. Das war nicht schlecht mit Argos. Das hat Argos gehört. Und macht Elchi Konkurrenz. Aber der hat eine Menge Hitpoints. Der Anku. Ja. Langsam, aber sicher. You shall pay. Jawohl. Elchi hat ihm den Rest gegeben. Mit 15 Hitpoints. Damage. So, das Biest hätten wir. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Weil er scheint ja eine zentrale Bedeutung zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Kreis ist ja hier im zentralen Raum. Was hat diese Leiche dazu bedeuten? Irgendwas Besonderes? Eine Ritterrüstung? Eine magische? Wow. Langschwert. Magisch. Umhang. Magisch. Resistenzumhang. Okay. Langschwert. Kaltes Eisen. Rüstung des vortrefflichen Kampfes oder Kämpfers. Ja, schöne Sachen. Die sollte man natürlich dann auch gut verteilen in der Party. Weil der Endkampf kommt noch, bestimmt. Ja, wir können nicht rasten. Vergebliche Mühe hier. Ich hab schon tausendmal probiert. Ja, man kann nicht jagen, man kann nicht kochen. Bringt nichts. Aber es sieht doch ganz gemütlich aus, ein Lagerfeuer hier. Bei Rationen haben wir ja nicht genug dabei, aber es hilft ja nichts. So, dann, genau, weiter geht's in der nächsten Folge. Und ich hoffe, wir kommen weiter und nähern uns dem Finale. Ciao, der Argonaut.